Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Ihr wundert euch, hey, was ist gerade hier denn los? Kobalium wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Und zwar, es hat eine längere Geschichte. Ich werde dazu dann gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen. Ich werde erstmal hier kurz ein paar Clips euch zeigen. Und zwar ganz grob gesagt, meine Aufnahmen, die letzten Aufnahmen, das waren so ungefähr, ja, 6-5 Stück, sind kaputt. Gründe dazu erkläre ich später. Ich habe so überlegt, ja, wie soll ich das machen? Ich hatte ein Glück eine Funktion noch aktiviert am PC, dass meine Spielstände automatisch abgespeichert wurden, von jeder Zeit sozusagen. Allerdings, wegen dem Problem, was mit meiner Festplatte war, wurden die letzten Spielstände nicht abgespeichert. Bedeutet, ich muss ab vor ein paar Tagen den Spielstand nehmen. Bedeutet, die Parts, die ihr vorhin sehen, das sind jetzt, ich glaube, 6 Parts. Die letzten 6 Parts muss ich nochmal erneut spielen und nebenbei die Aufnahme anmachen, dass ich sehe, okay, dass jeder die XP wie im Let's Play bekommt, sodass am Ende dann bei diesem Part dann wir ganz normal weitermachen können. Ja, ist für mich ein bisschen Arbeit. Allerdings gibt es hier und da ein paar Änderungen. Zum Beispiel, wir haben ja vor einigen Parts Kobalium gefangen mit dem Meisterball. So, es war wieder mein Ziel, alle Pokébälle aufzubrauchen und dann die Meisterball einzusetzen. Allerdings ist das halt zufällig, ob das Pokémon im Ball bleibt. Bedeutet, dass es eine Chance gibt, dass er bei mir hier jetzt im normalen Pokéball zum Beispiel drinne bleibt. So, und dieser Fall ist eingetreten. Ich habe gerade einen Luxusball geworfen und das Kobalium ist im Luxusball drin geblieben. Der Luxusball hat eine Fangchance wie der normale Pokéball. Wenn ich mich da irre, klärt mich auf. Und dementsprechend ist der Meisterball noch zur Verfügung. Und dementsprechend werde ich hier und da mal jetzt ein paar Clips einfügen. Bitte, ihr werdet den Anfang des Parts jetzt lauter vielleicht ein paar kleine Clips haben, wo ich euch einen aktuellen Status gebe. Zum Beispiel jetzt hier Kobalium habe ich hier gefangen mit einem Luxusball. Bedeutet, wir werden dann nachher noch einige Bälle haben. So, ich weiß jetzt nicht, wie wir Kobalium genannt haben. Ich glaube, Meister haben wir ihn genannt, richtig? Trotzdem möchte ich ihn dann Meister nennen, obwohl wir ihn jetzt auf den aktuellen Status nicht mehr mit dem Meisterball gefangen haben. Bedeutet, wir werden dann irgendwann nochmal den Meisterball zur Verfügung haben. Ich kann es nicht ändern, ich könnte natürlich jetzt ins wilde Gras gehen und dann Pokémon mit dem Meisterball fangen, aber ja, das finde ich auch ein bisschen doof. Naja, ja. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Clip wieder. Wartet. Dementsprechend, ich kann ja euch mal kurz hier die Bälle zeigen, die dann auf dem aktuellen Status da sind. Ich werde euch dann am Ende dann nochmal, einen Status geben halt. Hyperbälle habe ich jetzt aufgebraucht, Superbälle habe ich noch ein paar und die anderen Bälle halt auch noch. Ja gut, ist jetzt unwichtig, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder, jetzt nach dem Fangen von Viridium, ja. Anfangs dachte ich gerade hier, ich muss den Meisterball einsetzen. Allerdings, ich habe noch sehr, sehr viele Bälle übrig. Ich habe es jetzt fangen können. Und ihr glaubt es nicht, mit einem normalen Pokéball habe ich das jetzt gemacht, weil ich nicht so viele Hyperbälle verschwenden wollte. Ich hatte ja noch Pokébälle übrig, weil ich das Legi eben ja einen Luxusball gefangen habe. Ich werde es trotzdem auch Lucky nennen. Und sieht bis jetzt ganz gut aus. Es kann sein, dass ich jetzt noch ein paar Clips einschneide, wie manche Pokémon Level aufsteigen. Da ich mit dem Pokémon eigentlich auf dem Level sind wie vom letzten Part. Und da ich ja noch ein paar Trainer vor mir habe, kann es sein, dass das eine oder andere Pokémon ein paar Level aufsteigt. Daher sehen wir uns eventuell gleich wieder. Bis gleich. Ja, gerade angesprochen, erreicht auch schon Jonas jetzt hier Level 42, welches wir im Let's Play gar nicht jetzt hier gesehen haben. Für uns war eigentlich Jonas auch noch auf Level 41. Es folgen noch weitere Level. Das war gerade auch der Trainer hier in der Arena, wo wir dann auch bald wieder reingehen. So, nun sind wir hier im Kaufhaus und dann kann ich gleich auch darüber erzählen, was jetzt genau passiert ist. Ihr habt ja gerade nur einen kurzen Einstieg erfahren. Ich bin jetzt hier soweit durch, auf dem Stand wie auf dem im letzten Part. Es hat sich eigentlich nur Jonas nochmal ein Level entwickelt sozusagen. Also nicht entwickelt, sondern es hat ein Level aufgestiegen und sonst sind die Level, glaube ich, so wie im letzten Part. Jo, kleine Ansage an euch. Für mich ist zum Beispiel dieses Kaufhaus jetzt nicht blind. Ich weiß, was es hier gibt. Und ja,
Ich weiß generell, was so in den nächsten Parts passieren wird, denn ich habe schon einige Parts aufgenommen, die komplett futsch sind. Das sind so ungefähr 4 Parts. Vielleicht auch 5. Bedeutet, es wird erstens mal kein Blind sein, ist vielleicht aber auch hier und da nicht schlecht, dann kann ich da vielleicht mal ein bisschen überlegen. Und ja. Ich erzähle darüber noch. Nur wir sind halt gerade hier im Kaufhaus, haben im letzten Part noch gegen diesen Trainer hier gekämpft, glaube ich, oder gegen den. Ich glaube gegen den hier. Zumindest ich eben auch nochmal. Ja, und auch von den XP-Werten ist es so ein bisschen anders. Tränke sind ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen mehr Geld, so 20, 30.000 Poké-Dollar mehr Geld. Weil ich bin hier Supertränke oder Übertränke brauchte oder Beleber. So. Und sonst. Jo. Sonst irgendwas? Ja gut, ist halt so, dass man halt die Volltreffer und generell die Attacken in manchen Situationen, wo ich in den letzten Parts ordentlich Pech hatte, hatte ich hier jetzt nicht das Pech. Ja gut, wir gehen erstmal hier rein. Hier findet man den Hausmeister. Jetzt türmen sich die Pappkartons hier schon mannshoch. Darin befinden sich allerlei veraltete Elektro-Haushaltsgeräte, die sich nicht mehr zu Geld machen lassen. Das wäre eine Verschwendung, die hier einfach so vor sich hin rosten zu lassen. Es muss doch möglich sein, sie andersweitig verwenden. Oh ja, das kenne ich selber auch von meiner Ausbildung her. Da hatten wir zum Beispiel mehrere ältere Server, die aber insgesamt noch ein paar Tausender bringen. Wurden weggeschmissen. Oder Bildschirme, Festplatten, alle drum und dran. Oh, das hat weh, aber ja. Ich war nur ausführende Gewalt sozusagen, also ich konnte da nichts machen. Meine Pokémon finden mich nur, wenn ich mit ihnen Verstecke spiele. Es ist Katz und Mäuse melken. Andererseits laufe ich so allerdings auch nie Gefahr, mich irgendwo zu verirren. Dann gibt es hier einen weiteren Shop. Was gibt's hier? Hier gibt es jegliche Bälle. Wir sehen auch Finsterbälle, Flottbälle, falls man die mal braucht. Ja. Jetzt sieht man noch oben links, wir haben 131.000 Poké-Dollar. Sehr, sehr viel. Und hier noch die ganzen Briefe. An Hyperbälle könnte ich theoretisch auch wieder welche kaufen. Ich habe nur noch 11 Stück. Falls nochmal ein leeres Pokémon kommt, was wir fangen wollen. Genau. So. Dann, was eignet sich besser als ein Abstecher ins Kaufhaus, um meine Sammlung an TM auszubauen? Dieserweise muss ich mich auch nicht vor den TM-Sammlern aus Panaero City verstecken. So, ja, hier gibt es TMs. Allerdings nur diese beiden. Überstrahlung und Gigastoß. Ich war sehr enttäuscht, als ich das erste Mal das gesehen habe. Und deswegen ist das Kaufhaus bei mir so ein bisschen. Hätte Skyler von hätte man hier wirklich die TMs kaufen können, wie auch immer. So, hier kann man noch Drogen kaufen für die Pokémon. Und hier Status-Items. Tempo und so. Ganze Scheiß. Kaufe meinem Pokémon stets KP Plus, denn das hebt ihre KP an. Für mein Pokémon ist das eben das Beste gerade gut genug. Das Sortiment in diesem Kauf ist ja derart umfangreich, dass man manchmal gar nicht weiß, wofür man sich entscheiden soll. Außer bei den TMs. Ich bin Servierer und habe nebenbei auch ein Talent für einen Pokémon-Kampf. Ah, nice. Viele Pokémon sind gerade auch kurz vom Level ab, weil ich die wirklich so eingewechselt habe, dass ich wirklich ausgehen kein Level Up sozusagen machen braucht, wie auch immer. Zum Beispiel ist gerade Luke hier vorne noch, weil bei ihm dauert es noch ein bisschen länger, mit dem habe ich ab zuletzt neu gekämpft. Es war sowieso nicht einfach, aber wie gesagt, ich rede darüber noch. Obwohl, wir können ja jetzt hier schon mal anfangen. Ja, ich habe das so gemacht, dass ich wirklich die letzten 6 Parts, das waren 6 Parts, nebenbei laufen lassen habe und währenddessen gekämpft habe. Anfangs habe ich wirklich noch versucht, selber Attacke einzusetzen mit demselben Pokémon, dieselben XP zu geben und so weiter und so fort. Aber ab dem spätestens dritten, vierten Part habe ich gemerkt, das klappt nicht mehr. Ich werde erstmal darauf spitzen, dass die Pokémon das jeweilige Level erreichen. Trotzdem habe ich mich versucht, immer noch an der Aufnahme zu nähern, dass es für euch halt kaum einen Unterschied gibt. Aber ja, gut. Letztendlich ist es halt schwieriger als gedacht. Einen guten Trainer erkennt man daran, dass er sich viele Gedanken macht. Denn ihm liegt aufrichtig am Herzen, seine Pokémon siegen zu sehen. Zugegeben, mein Laternen-Nektor ist nicht gerade der geborene Kämpfer. Als ein ofenfrisches Brot ist sein Gedicht. Reicht dir. Ja, unser Licht hat sich ja auch weiterentwickelt. Zu Laternen-Nektor. Aufscreen bei mir gerade ja auch. Wohin?
Jo, und dann sind wir hier durch und gehen dann weiter auf dieser Route. Hier sind ja noch ein paar Trainerkämpfe, zum Beispiel. Ja, er könnte noch. Nico könnte Level brauchen. Luke auch noch. Aber machen wir mal Luke, weil. Nicht Luke, sondern Nico. Nico will ich auf einem relativ hohen Level noch haben. So, wir waren auch in der Drachenarena drin. Haben da einen Kampf gemacht. Das war auch der Kampf, wo ich gerade vorhin noch Jonas ein Level aufsteigen lassen habe, aus Versehen. Es muss aber da knapp gewesen sein, glaube ich. Und ja. Dementsprechend. Oh, das Pokémon als Gegner. Da sind wir halt rausgegangen, weil wir erstmal auf den anderen Routen schauen wollten. Wir waren zu gut auf Route 14, glaube. Aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge das war. Und wir sind jetzt erstmal hier zu Route 9. Im nächsten Part werden wir erstmal was anderes machen. Das ist schon so geplant. Ach lol, Nico entwickelt sich. Jo, wusste ich auch, dass Nico sich entwickelt. Ich wusste jetzt nicht, dass er sich jetzt hier gleich entwickelt. War mir jetzt nicht mehr so bewusst gewesen. Ja, endlich entwickelt sich Nico. So easy. Aber dann bin ich ja froh, dass ich mit Nico kein Level aufgestiegen bin. Ups. Der Nico wurde zu Mobitesse. Jo, nochmal ordentlich stärker. Und ein weiteres Pokémon auf der Endentwicklung. Was natürlich sehr, sehr nice ist. Hier gibt es noch einen Flottball. Unten gibt es auch noch irgendwas. Da gibt es auf jeden Fall erstmal einen Doppelkampf. So, wen setze ich ein? Nico und. Oh, nee. Let's go. Jo, auf jeden Fall machen wir im nächsten Part noch was anderes. Werde ich euch noch am Ende des Parts erklären, was wir machen. Derweil gehe ich jetzt erstmal weiter. Und zwar jetzt nochmal ganz genau erklärt, was ist überhaupt passiert. Ich habe gestern ein paar Parts aufgenommen. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie im Aufnahmeordner nachgeschaut, weil ich einfach was nachschauen wollte. Und da merke ich so, meine letzten Videos haben keine Vorschau, so ein Vorschaubild halt. Ein Thumbnail sozusagen. Und dann nur mich, hä, warum? Und dann merke ich so, shit, die letzten Dateien sind nur 48 Kilobyte groß. Was ist da los sozusagen? Das war jetzt schon extrem merkwürdig. So, und dann habe ich dann nachgeschaut. Ey! Volltreffer natürlich. Und ja. Hab da halt reinschaut und. Ah, das könnte auch sehr, sehr viel Schaden machen. Ich rede gleich weiter. Ach, natürlich. Scheiße, ey. Oh, jetzt noch Giftspitzen, ist das dein Ernst? Und merke so halt, dass die Parts kaputt sind. Dann erstmal komplett so ein bisschen Panik geschoben. Weil. Für mich war zu diesem Zeitpunkt so, dass. Ich das dann im nächsten Part so gesehen alles erzählen muss, bedeutet, was jetzt so für euch hier in diesem Part und in den nächsten paar wenigen Parts passiert, hätte ich nacherzählen müssen. Ich müsste euch zeigen müssen, so haben zum Beispiel Nico hat sich entwickelt, das sind die und die Attacken sozusagen und das ist passiert. Natürlich will ich jetzt hier euch nicht spoilern. Und. Ich hätte, wie gesagt, euch da das alles erzählen müssen. Dachte erstmal, na toll, wie mache ich denn das jetzt? Mache ich das wirklich so? Weil man kann ja nicht irgendwie zurückgehen und nochmal die Trainer erneut besiegen, die Items nochmal erneut holen, die selben Level nochmal erneut holen. Ist halt so eine schwierige Sache. Ja, und dann habe ich überlegt, Moment mal, ich habe doch auf dieser Festplatte, das ist meine Hauptfestplatte. Habe ich Schattenkopien aktiviert? Schattenkopien, für die, die das nicht ein Begriff ist, ist eine Technologie oder ein Programm sozusagen oder eine Möglichkeit. Ich sag mal Möglichkeit.
Backups von Dateien zu erstellen. Mehrere Backups. Bedeutet, mit jeder Dateiänderung wurde auf meiner zweiten Festplatte ein Backup angelegt. Von jeglicher Datei auf meinem auf meiner Hauptplatte, um wirklich Datenverlust zu vermeiden. Weil ich damals mal aktiviert, ist jetzt schon länger her, weil ich ganz einfach Angst hatte, dass irgendwas kaputt geht oder so. Weil ich hier, wie gesagt, meine Aufnahmen, na gut, die Aufnahmen sind jetzt auf der anderen Festplatte, aber andere wichtige Dateien, wie zum Beispiel die Spielstände. Und habe ich das mal aktiviert. Ich habe das nie gebraucht. Daher war es für mich auch nicht gleich im Kopf, dass ich das noch habe. Aber dann fiel mir das ein und schaue in dem Ordner nach bei den Backups und siehe da, da ist wirklich noch, das sind meine Spielstände. Das sind meine Spielstände und schau mir das Datum so an und merke so, ha, paar Tage her. Weil das Problem, warum die Aufnahme nicht geklappt hat, betraf auch meine Backups. Und zwar das Problem an sich war, dass meine Festplatte vollgelaufen ist. Ich hatte vor kurzem haufenweise Videos gelöscht, die ich nicht mehr brauchte, aber ich habe vergessen, den Papierkorb zu leeren. Ja, so simpel ist es. Ich habe vergessen, den Papierkorb zu leeren. Dementsprechend ist halt leider die Festplatte vollgelaufen. Und somit halt wurden auch keine Backups mehr erstellt, weil halt kein Platz mehr zur Verfügung stand, sozusagen. So, dann habe ich den Stand von vor inzwischen 3 Tagen oder 4 Tagen, 4 Tagen genommen. Und ja, das war halt der Stand vom letzten Part. Nee, nicht letzten Part, das war der Stand vom Part, wo wir das... Der Part, bevor wir das erste legendäre Pokémon gefangen haben. Das war... da zu dem Stand. Naja. Bedeutet, die letzten 6 Parts, der Stand ist weg. Den könnte ich natürlich wieder aufrufen, aber in Zukunft sozusagen. Also, ich habe noch einen neueren Stand, aber ja. Das bringt mir dann halt dementsprechend auch nichts. Und... Nun habe ich das jetzt hier neu aufgenommen. Oder neu gespielt, nicht neu aufgenommen. Sorry. Und diese paar Parts muss ich jetzt hier neu aufnehmen, die eh verloren gegangen sind. Ein Unlichtjuwel. Hier gibt es auch nochmal ein Item. Ein Eisen. Hier ist eine verschüttete Höhle, wo man aber nichts machen kann. Keine Ahnung, ob man da später nochmal hinkommt. Weiß ich nicht. So, dementsprechend habe ich halt das jetzt hier alles gemacht. Hat heute ein bisschen eher Schluss, weil 2 Stunden heute in der Schule ausgefallen sind. Daher hatte ich ein bisschen Zeit und habe das dann gleich gemacht. Ja, und nun sind wir hier. Ich werde hier relativ schnell durchkommen, denke ich mal. Ich kann ja auch nochmal ganz kurz was schauen. Es sind 4 Parts, die neu gemacht werden müssen. 4 Parts. Genau. Und das ist jetzt hier schon der erste Part, bedeutet dann noch 3 Parts. So. Überquerst du alle Brücken von einer, erwartet dich eine besondere Begegnung. Wenn du das möglichst vielen Leuten erzählst, wird es sich im Laufe wie ein Leuchtfeuer verbreiten. Und zur Legende werden. Stehen geblieben! Wir untersuchen gerade, wie viele Personen sich gleichzeitig auf der Zylinderbrücke aufhalten können. Wir haben zu ihnen die zulässige Höchstzahl erreicht und wir müssen dir leider die Unterquerung verweigern. Gibt der Trainer, die ihr Rotum in die Lagerhalle des Kaufhauses mitnehmen. Komme ich wohl zu welchem Zweck? Ja. Rotom kann sich ja verwandeln und wahrscheinlich gibt es ein paar Möbel für Rotom. Würde ich jetzt mal bauen. So, hier kann man jetzt nicht mehr weitermachen. Hier müssen wir jetzt zurückfliegen. Wir waren jetzt, so ihr seht, auf Route 9. Und wir haben allerdings noch ein bisschen Zeit. Route 14 waren wir schon und haben da die letzten 2 Trainer besiegt. Hier kommen wir nicht mehr weiter. So, theoretisch müssten wir jetzt zurück zu Twin Drag City die Arena da machen. Allerdings sind wir immer noch auf einem Level, wo es nicht ganz so geil ist. Und ich werde jetzt etwas machen, was ich eigentlich für den nächsten Part geplant hatte. Was ich eigentlich in der Originalaufnahme auch im nächsten Part gemacht hätte. So. Und zwar, wir müssen erstmal
Wo müssen wir hin? Warte, ich muss mal kurz hier mir das alles mal anschauen. Waren das? Nein, das nicht. Hier. Nach Ondula müssen wir. Und zwar, wir werden jetzt mal ein paar TMs holen, die wir schon hätten holen können, aber die ich halt nicht geholt habe, weil ich da mit Server nicht hinkam. Zum Beispiel da, ja, werde ich jetzt auch kurz Server holen. Oder ein paar andere Orte, die ich ausgelassen habe. Und das passt eigentlich jetzt hier noch rein. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Dann können wir nämlich im nächsten Part den Arena-Leiter da besiegen, beziehungsweise erstmal die Trainer. Ich habe mir extra hier eine Liste angefertigt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die nicht gelöscht habe. Weil ich kann ja jetzt natürlich nicht in meinen Part nachschauen und dann nachschauen, was ich da für Pokémon ich kann da nicht nachschauen, wo die TMs sind. Ich kann das nicht nachschauen, was ich da gemacht habe. Für mich ist das jetzt auch so ein bisschen schätzen, wann ich was gemacht habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Müsste auch wirklich im nächsten Part dann gewesen sein. So, wir müssen mal kurz mit dem Fahrrad hier unterwegs. Gibt nämlich hier auf der vorherigen Route. Aber Moment mal. Suche ein ganz bestimmtes Haus. Vielleicht kommt man dann nur von der anderen Seite hin. Ich weiß das jetzt nicht mehr. Wie gesagt, ich kann nicht in der Aufnahme nachschauen. Hier zum Bizarro-Haus will ich. Dann auf zur anderen Stadt links hin. Du musst da irgendwie einen Weg dorthin gehen. So, hier ist der Janus-Pip. Hier waren wir auch schon mal. Da geht's nur in den Berg hinein. Hier gibt's noch was. So, na gut, ein Pokémon-Kampf. Jetzt nicht so schlimm. Doppelkämpfer. Habe ich auf Skin zu sehen auch herausgefunden, dass beim dunklen Gras ja Doppelkämpfer stattfinden. Und bisher war mir da eine Flucht nicht möglich. Daher werde ich da jetzt auch nicht flüchten. Ich werde aber kurz überlegen, was mache ich. Und Typia sind die eigentlich nicht ganz so geil, aber kriegen trotzdem auch René, sehr schön, Volltreffer. Dann erreicht René auch gleich noch ein Level. Sehr schön. Ich glaube, das war auch dieser Ort hier. So, Heilwoge, was war das? Halb die Hälfte der KP. Passt leider nicht ins Moveset hinein. Daher wird es nicht erlernt. So, Giftschock wollte er einsetzen, ist nicht effektiv oder keine Wirkung auf René, okay. Interessant. So, und hier gibt's das Bizarro-Haus. Da musste ich auch erstmal in einem Part überlegen, weil hier gibt's eine sehr geile TM. Wo diese TM ist. So, und zwar muss man hier durch und dann gibt's hier hinten die TM. Spukball. Und Spukball ist eine Attacke, die wir auf jeden Fall gleich Finn erlernen werden. Denn Finn braucht unbedingt noch eine bessere Geistattacke und Spukball ist eine geile Geistattacke. Stärke 80, speziell 15 AP, Genauigkeit 100. Nein, nicht René. René kann sie auch erlernen. Ich habe jetzt einfach nur auf das Okay gesehen. Geguckt, meine ich. So, Finn, eine schöne Geistattacke für dich. Nachtnebel kommt raus. Damit war ich nicht so zufrieden. So, und dann das Pizarro-Haus hier. Da gibt es noch einen Ausgang, interessant. Das kennen wir auch noch nicht. Man hätte schon längst hier hingehen können. Aber, ja, ich habe es irgendwie damals ausgelassen. Ich weiß nicht, warum ich diesen Weg nicht gesehen habe. Das ist so eine Art Spukhaus, wo es auch nochmal Pokémon gibt, die ich dann auch gleich vorlesen werde. Vorher werde ich mir nochmal einen Topschutz reinziehen. So, hier gibt es ein paar Rätsel, beziehungsweise man muss hier bestimmte Wege lang gehen.
weiß nicht, ob es hier auch versteckte Items gibt. Ich glaube, hier gab es keine. Durch hier in die Räume kommt man nicht rein. Und zwar müssen wir jetzt erstmal hier links in die Treppe hineingehen. Geht's hier durch. Hier gibt es ein Item, ein Bandsticker. Stärkt, glaube ich, Geisterteil. Stimmt, ich wollte auch mal generell mal nach den Items schauen, was unsere Pokémon für Items haben. Das würde ich generell mal nachschauen. Das nicht aufs Ging gemacht. Okay, bewegen. Was? Wo kann man sehen, was er für ein Item hat? Holzkohle steigt, verstärkt Feuertanken. Okay. René, Scope-Linse. Okay. Dann Jonas Wundersaat stärkt Pflanzenattacken. Nico Krummlöffel stärkt Psycho-Attacken. Michelle hat Udasan stärkt Frohn-Attacken. Okay, da passt eigentlich. So, dann geht's hier lang. Da unten ist nochmal ein Item. Da kommen wir nämlich noch nicht hin. Und zwar, jetzt gehen wir hier hoch, sind wir in demselben Raum. Allerdings haben sich die Möbel verrückt. Und somit sind auch diese zwei Räume hier frei geworden. Hier ist ein Trainer, den wir gleich mal besiegen werden. Mal sehen, was er für Pokémon hat. Also ich muss nur nebenbei auf die Zeit schauen. Okay, wir werden nicht alle TMs holen können. Denke ich. Nee, obwohl eine TM können wir noch holen. Obwohl, die TM werden wir am Anfang des nächsten Parts holen. So machen wir das. So, gleich mal Spukball einsetzen, die neue Attacke. Schön. Stark. Merkt man, wie stark die ist. Symbolava. Ja, eigentlich wollte ich von jetzt auswechseln, aber Geist ist sehr effektiv. Daher, Geistattacke einsetzen. So, wir werden am Anfang des nächsten Parts noch ein TM holen und dann noch zu einem Ort gehen, wo wir noch nicht waren. Aber wo wir ja schon eigentlich hätte hingehen können. So. Immer kurz Finn mal von der 1 wegnehmen. Und noch andere Pokémon. Bisschen Training hier. Hier gibt es sonst weiter nichts. Bei dem Mörmer, nö, würde mir ja auch angezeigt werden. So, dann gibt es hier links noch einen Raum. Ich weiß jetzt nicht, was ist. Ach, da kommen wir gar nicht rein. Oh, okay. Hoch kommen wir auch nicht. Hier kommen wir hoch. Schutz weiter einsetzen. Dann. Oh, wer ist das? Geist! Böse Träume. Immer und immer wieder. Böse Träume. Immer und überall. Vater, Mutter, wo ist nur mein Abra? Ein Geist. Ist auch ein Geist aus hier. Trotzdem ein Geist. Dann kommt man hier noch durch. Hier ist noch ein Raum. Was hat sich denn da? Ein Item. Hyperheiler. Aber mehr auch nicht. Okay, dann geht es wieder hier runter, wo wir ja eigentlich schon waren. Allerdings sind jetzt hier die Möbel verrückt. Ach, hier oben geht's weiter. Ist nicht so leicht zu erkennen, wie wirklich weitergeht. Dann gibt's da unten jetzt das Item, das wir jetzt so holen können. Ein Fensterstein löst bei manchen Pokémon die Entwicklung aus. Und dann hier hoch und hier raus. Nun haben sich auch wieder die Möbel verrückt. Hier kommt man nicht mehr rein. Schutz weiterhin einsetzen, bitte. Und man kommt jetzt hier hoch. Noch ein Geist. Oder wieder der Geist. In meinen bösen Träumen hörte ich Vaters Stimme. Eine Lunafeder. Nein, bleib bitte hier. Ich weiß nicht, was es mit diesem Geist auf sich hat. Aber bevor wir da weitergehen, gibt es hier noch rechts und einmal links noch einen Raum zu erkunden. Hier ein Raum mit einem Item. Ein Sonderbonbon. Und dann links noch einen Raum. Leider können wir jetzt hier nicht lang gehen, sondern müssen nochmal runter, dann wieder hoch. Bisschen umständlich hier. Hätte die Möbel auch anders verrücken können. Aber
Schon an sich doch gruselig, oder nicht? Wir verrücken. Und gibt es hier noch einen Trainer? Währenddessen sage ich euch mal, was es hier für Pokémon gibt. Muss ich mal kurz Pokéwege aufrufen. Ich sagte, Pokéwege hat jetzt nicht reagiert. So, Bizarrohaus. Pokémon. Das Bizarrohaus gibt es nur in Pokémon Schwarz, Zwei und Weiß, war interessant. So, Driftlon eher nicht so gut. Aber wir setzen mal Finte ein. So, und zwar im gesamten Gebäude kann man finden. So, jeweils 15%. Uiuiui. Radikal, Golbat und Banett. Und zu 30% Lichte hätte man hier auffangen können, unser Lichte. Allerdings haben wir das Herr Warners gefangen. Und dann nur in Schwarz 2. 20% Molly Morbar und zu 5% Hypno-Morbar. Auf Zeppelin, da müssen wir mal wechseln. Ja, da haben wir jetzt den Loop nicht dabei. Michelle. So, und dann nur in Weiß 2 Monozyta und Vitordas. Und hier Molly Morbar hätten wir hier auch fangen können. Aber ja, haben wir halt auch schon früher bekommen. So, Steinhagel. Effektiv. So. Eigentlich ist der Part auch schon längst vorbei, aber ich möchte das hier jetzt hier noch schaffen. Gibt halt einen längeren Part, ist vielleicht auch nicht schlecht, dann haben wir das alles schnell hinter uns, wo ich halt das alles noch hier weiß. Ihr merkt ja auch, dass ich eine Ahnung hier davon habe. Unsere Verteidigung hat sich erhöht. HP wurden aufgefüllt. Na gut, jetzt senkt sich die Verteidigung wieder. Ich glaube, Horta und so. Das einzige Mal, wo man. Wo auch Statuswert, zum Beispiel Angriff, Verteidigung, nee, in diesem Fall Verteidigung und Spezialverteidigung, sich drastisch senken kann. Drastisch bedeutet das Dreifache. Und zwar, wenn man halt dreimal Water einsetzt, steigt sich ja innerhalb von drei Runden halt die Verteidigung und Spezialverteidigung dreimal. Und wenn dann halt Verzerrer zum Beispiel eingesetzt wird, sinkt halt wieder die Verteidigung und Spezialverteidigung auf den Ursprungswert. Und wenn es halt dreimal erhöht wurde, sinkt es halt dreimal innerhalb von einer Runde sozusagen. Geht glaube ich sogar noch weiter. Aber ja, wie genau das dann heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es, wenn es dreimal runtergeht, glaube ich drastisch heiß. Egal. Das ist auch jetzt hier besiegt, dieses Pokémon, der Trainer, beziehungsweise irgendwie so. Dann gehen wir kurz in den Raum, in die Mitte da hinein. So, hier war der Geist, hier geht's rein. Und zwar findet man hier ein Item, und zwar die Lunafeder. Was es mit der Lunafeder wirklich auf sich hat, weiß ich nicht. Da ist der Geist nochmal. Diese Lunafeder kommt zu spät, aber es ist schon in Ordnung. Kannst du den Pokémon irgendwann so wie ich es tun? Auf jener Brücke. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Ich weiß es nicht. Irgendeine Brücke, ich weiß nicht welche Brücke, aber vielleicht werden wir das eines Tages noch herausfinden. Ich beende die Part hier. Wir sehen uns im nächsten Part in Adventure City wieder. Da gibt es nämlich eine TM. Bis dahin und tschüss.